Diese fünf Dinge bemerken Frauen an Männern als erstes. Auf sie achten sie ganz besonders. Sie sind für Frauen eine Art Indikator, ob es nach dem ersten Kennenlernen weitergeht oder nicht. Auf mein Video "So schwer haben es Männer beim modernen Dating" habe ich viele Reaktionen von euch erhalten und einige haben mich gefragt, was sind denn jetzt eigentlich abseits der Dating-Apps die Dinge, auf die Frauen zuallererst achten bei den Männern, also ganz am Anfang in der Kennenlernphase, die sie sofort bemerken? Und ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe für euch Studien und Umfragen zusammengetragen, die meine eigenen Beobachtungen und auch Erfahrungen untermauern. Und selbstverständlich sind wir alle anders, wir haben alle unterschiedliche Präferenzen und Bedürfnisse. Aber tendenziell stehen diese fünf Punkte bei sehr vielen Frauen im Vordergrund. Nummer 5 ist vielleicht der wichtigste Punkt, der kommt dann ganz am Schluss. In diesem Video habe ich zwei Teile. Im ersten geht es um die Anziehung im psychologischen Sinne. Im Teil 2 gehe ich dann konkret auf die 5 Dinge ein. Also, wie ein Mann auf Frauen wirkt, ist ja ein Paket von verschiedenen Dingen. Und dass es die Summe aller Dinge ist, ist ja auch ein Grund, warum sich die Anziehung manchmal verändert. Trifft man jemanden zum ersten Mal, am ersten Date, hat man vielleicht einen ganz anderen Eindruck von der Person, als wenn man sich schon mehrere Male verabredet hat. Die Wahrnehmung ändert sich, weil neue Eindrücke hinzukommen. Aber zuallererst hat man halt nur die Informationen, die jetzt genau vor einem sind. Ihr müsst euch das so vorstellen. Man schaut an, was man sieht, das Hirn erfasst das und legt es wie eine Schablone auf Leute, die man schon kennt. In anderen Worten, das Hirn macht einen Abgleich mit den Daten, die es schon zur Verfügung hat. Es ist eine Art Profiling. Es nimmt die Informationen, die es kriegt, das können visuelle oder auch emotionale sein, gleicht es ab mit allem, was es schon hat und erstellt dir eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, und das verschafft dir dann den Eindruck, den du von der Person bekommst. Und so projiziert man auch bestimmte Eigenschaften dann unbewusst auf die neue Person. Ja, und das kann sich je nachdem auch treffen mit Personen, die einem unsympathisch sind. Und die neue Person hat dann schon ein bisschen verloren, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür kann. Oder es kann sich auch treffen mit Personen, die dir vertraut sind und positive Eigenschaften besitzen. Und dazu gibt es eine interessante empirische Studie der Northumbria University. Die hat herausgefunden, dass sich Frauen unbewusst zu Männern hingezogen fühlen, die ihrem Bruder ähnlich sehen. Die leitende Forscherin sagt, dass gelte natürlich nicht für alle Frauen, es ist keine Regel, aber es ist eindeutig, dass es kein Zufall ist, dass die Partner eine Ähnlichkeit zu den Brüdern der Frauen hatten. Das heißt nicht, dass wir Frauen jetzt alle auf der Suche nach unseren Brüdern sind, das bedeutet, übertragen auf meine Aussage, wenn der Abgleich schon etwas Bekanntes, Positives entdeckt, dann schafft das Vertraulichkeit und ist offenbar attraktiv für eine Frau. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt also grünes Licht. Ja, und so ist Punkt 1, auf was Frauen bei Männern als erstes achten, denn auch das Gesicht. Und insbesondere sind es am Gesicht die Augen und nicht, ob sie schön oder groß sind oder welche Farbe sie haben, nein, sondern der Blick, also der Augenkontakt ist ein wichtiger Indikator, ob wir uns wohlfühlen mit einem Mann und denken, dass es weitergehen soll. Und wie ein Mann uns anschaut, das bemerken wir ziemlich schnell. Signalisieren die Augen aufrichtiges Interesse? Ist der Blickkontakt unpräzis oder schaut der Kerl mir beim Kommunizieren nie richtig in die Augen? Weicht meinen Blick aus? Ihr kennt ja sicher alle die Situation, wenn ihr euch irgendwo in der Öffentlichkeit mit jemandem unterhaltet und der Blick des Gegenübers, der schweift immer wieder ab, links und rechts an dir vorbei, scannt den Raum. Das finde ich sowas Unsympathisches und das kann ja nebst Unsicherheit auch ein großspuriges Auftreten sein, so irgendwie, ja, übermütig. Nur zeigt das halt dann dem Gegenüber an, dass man irgendwie nicht wichtig genug ist oder nicht interessant genug, alles schon erlebt. Und bei solchen Dingen, da bin ich dann persönlich sehr vorsichtig. Ein klarer, solider Blick fällt uns recht schnell auf und er unterscheidet dich ja auch. Übrigens, auch Männer achten zuerst aufs Gesicht, anders als man vielleicht meinen würde, dass sie als erstes immer gleich auf die Figur schauen. Bei TAF haben sie mal ein Experiment gemacht mit einer Spezialkamera, mit der man feststellen kann, wohin der Blick schweift. Die Männer, die wussten nicht, um was es in dem Experiment ging. Bei den meisten ging der Blick zuerst auf das Gesicht der Frau. Augen und Zähne und ein schönes Lachen, das sei anziehend, haben sie dann erklärt. Punkt 2, Intelligenz. Und damit meine ich nicht Uni-Abschlüsse, sondern emotionale Intelligenz. Frauen fühlen sich angezogen von Männern, die sie verstehen. Das heißt, versteht er, was mich und was meine Person ausmacht? Versteht er, warum ich eine bestimmte Meinung habe oder wie ich denke, auch
ohne große Worte. Kennt ihr das, wenn man sich einfach versteht, ohne alles immer ausformulieren zu müssen? Frauen, für uns ist es sehr wichtig, wir wollen uns verstanden fühlen. Und das hat mit dem Schutzgefühl natürlich zu tun. Kleiner Einschub hier, wenn sich eine Frau schlecht fühlt oder traurig ist, reicht es oft schon, dass sie sich einfach vom Partner verstanden fühlt. Es muss sich eigentlich gar nichts groß an ihrer Situation ändern, aber wenn sie seine Einfühlungskraft spürt, geht es ihr schon besser. Das könnt ihr mir wirklich glauben, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Intelligenz heißt andererseits auch und Dinge auch erklären können, und er darf auch gerne ungefragt Dinge erklären, wenn er das Gefühl hat, er wisse vielleicht da mehr als ich. Genauso wie wir Frauen ja auch den Männern Dinge erklären können, ungefragt, weil wir das Gefühl haben, wir wissen es besser. Auf jeden Fall, wir blicken zu intelligenten Männern hoch. Die unbewusste Ebene, wie wir Männer wahrnehmen, hat evolutionsbiologische Gründe. Haben wir das Gefühl, seine Instinkte sind ausgeprägt genug, um einen guten sozialen Status zu erlangen? Nächster Punkt. Es gibt Frauen, die achten sehr auf die Haut, die Gesichtshaut von Männern, auch auf das Haar. Für mich spielt jetzt aber das Haar jetzt nicht so eine große Rolle. Natürlich sollte es gewaschen sein, gepflegt, denn ja, wenn er sich beim ersten Date nicht mal die Mühe macht, mit sauberem Haar daherzukommen, wie ist es dann in einem Jahr? Aber ob ein Mann wenig Haar hat oder eine Glatze, das ist vielen Frauen egal. Und ja, das finde ich etwas Gutes, denn ob ein Mann schönes und viel Haar hat, das kann er ja nicht beeinflussen. Was er aber beeinflussen kann, und das ist Punkt 3, und da stimmt mir wirklich jede Frau zu, und es ist eines der ersten Dinge, die ihr auffällt, der Körpergeruch eines Mannes, die Wahl des Aftershaves oder des Parfüms. Es fällt jeder Frau auf, wenn ihr euch mit Küsschen, mit Umarmung oder sonst wie begrüßt und uns eine verlockende Duftnote ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht, in die Nase steigt. Wir lieben es. Ich liebe es. Und ich gehe sogar so weit und sage, ein guter Körpergeruch ist ein sexueller Turn-on. Der Geruch ist ja auch ein Indikator dafür, also wie ein gepflegtes Gesicht, dass er zu sich schaut. Und das bestätigt auch eine Umfrage von Men's Health. Danach achten die Frauen zuerst auf die Augen des Mannes, dann auf den Duft und danach auf die Stimme und Platz 4 der Kleidungsstil. Na, zu dem Punkt nur kurz, ja, die Kleidung, die nehmen wir schon wahr, uns fallen deine abgetragenen alten Schuhe auf. Aber es geht jetzt nicht darum, welche Marken du trägst, es ist mehr der Gesamteindruck. Bist du eine gepflegte Erscheinung? Darum, ausgeleierte Kleidung oder abgetragene Schuhe sind in dem Sinne aussagekräftig, weil sie demonstrieren, ob du generell Sorge trägst zu dir und zu deinen Dingen. Weil wenn du gut zu dir schaust, schaust du ja auch gut zu mir. Humor. Bei den inneren Werten haben Forscher herausgefunden, dass Humor auf Frauen sehr anziehend wirkt. Humor ist klar ganz vorne. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist der Klassiker. Und sie bemerken ziemlich schnell, ob eine Prise Humor da ist oder nicht. Das tun ja eigentlich auch die Männer. Und mit Humor ist alles viel einfacher. Bringst du eine Frau zum Lachen, fühlt sie sich wohl mit dir, dann verzeiht sie dir auch sehr viel. Auch Körpergröße oder Statur spielt dann alles eine untergeordnete Rolle. Wenn man es zusammen lustig hat, ist die Hälfte gewonnen. Und glaubt mir das bitte, ich bin ja keine 20 mehr, ich habe viele Männer und viele Frauen kennengelernt und Humor ist etwas, das am allerstärksten verbindet. Und ich behaupte mal, Paare, die am längsten zusammen sind, das sind jene, die am meisten zusammen lachen. Und der Grund dafür ist, weil man immer auch schwere Zeiten zusammen durchlebt. Und mit Humor sind sie einfacher zu ertragen. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Man kann sich natürlich Humor jetzt nicht so gut antrainieren, aber was man tun kann, sich selbst und die Welt nicht so wahnsinnig ernst nehmen, ein bisschen entspannter durchs Leben gehen, das ist meiner Meinung nach schon die erste Stufe zum Humor. Ja, der vielleicht wichtigste Punkt, das Selbstbewusstsein. Also das finde ich persönlich, aber ich habe auch das Gefühl, ganz viele Frauen achten sehr darauf. Frauen wollen instinktiv einen Mann, der weiß, was er zu bieten hat, der selbstbewusst ist. Ihr habt das sicher schon von anderen gehört. Und dazu zählt deine Kommunikation, dein Charisma, deine Körpersprache. Mangelndes Selbstbewusstsein, das fällt uns ziemlich rasch auf. Das kann beim Sprechen sein, zum Beispiel, wenn du in jedem zweiten Satz eben sagst, eben darum bin ich ja, eben er hat gesagt, eben wie ich meine, eben du bist, eben. Oder wenn dein Bein dieses nervöse Zittern beim Sitzen macht, bist du angespannt wegen mir oder hast du sonst Sorgen im Leben? Wenn du einen Raum betrittst, wie tust du das? Stehst du zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Körper? Hast du eine selbstbewusste, offene Körperhaltung mit geraden Schultern und Rücken, Brust raus? Oder sind deine Schultern
eingezogen? Lässt du dich kleiner erscheinen, als du bist? Frauen finden Männer attraktiv, die eine positive Einstellung zu sich selbst haben. Selbstvertrauen ist für uns ein Indikator, dass er schwierige Situationen meistern kann, dass er mit Konflikten souverän umgehen kann, dass er dazu steht, wenn er was verbockt hat und eine Entschuldigung angebracht ist. Einfach, dass er um seine Verantwortung weiß. Ja, und darum sage ich auch, Körpergröße oder Statur spielen in der realen Welt keine so große Rolle wie bei den Dating-Apps. Wenn Frauen sehen, du bist souverän, du pflegst einen selbstbewussten Umgang mit anderen, du hast ein selbstsicheres Auftreten, dann ist das ein Zeichen für Stärke und für Schutz. Sie kann sich geborgen fühlen mit dir. Selbstvertrauen ist bei weitem nicht bei allen angeboren, aber man kann es trainieren. Und bei all diesen Dingen geht es ja auch um Selbstoptimierung und das betrifft alle Männer und Frauen. Ja, ich hoffe, ihr könnt vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Falls ich einen wichtigen Punkt vergessen habe, bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Macht auch ein Abo, falls euch meine Themenwahl gefällt und folgt mir auch bei Instagram unter Tamara Wernli, damit wir auch dort connected bleiben. Danke fürs Zuschauen wie immer und auf ganz bald. Tschüss.